Hallo und herzlich willkommen into the Jungle. Heute geht es wieder um Bonsai. Der eine oder andere wird sich wundern, warum ich hier jetzt im Dschungel sitze im Prinzip. Wir sind hier bei der Wurzelgestaltung von Bonsai, insbesondere jetzt bei der Forsythie. Die haben wir schon einige Jahre in Vorbereitung und die dürfen jetzt einmal kräftig wachsen wieder, damit das Wurzelwachstum auch dementsprechend stark ist. Ja, was machen wir jetzt mit solch einem Dschungel? Wir haben jetzt Sommer, das heißt, wir werden das Ganze jetzt einmal zurückschneiden und dann darf der ganze Kram wieder wachsen. Aber jetzt werde ich erstmal das Ganze zurückschneiden. Ich werde das Ganze erstmal pauschal zurückschneiden, damit wir hier in die ganze Sache ein bisschen Einblick bekommen. Es wird natürlich nicht viel Grün dran bleiben, ist aber nicht tragisch. Die Forsythien, die wachsen dann wieder kräftig heraus. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Wir hatten ja vor kurzem den Elefanten zusammengeschnitten und der ist mittlerweile schon wieder am Treiben. Und den zeige ich euch dann gleich kurz mal. Mal gucken, was ich euch sonst noch so zeige heute. Aber hier ist jetzt wirklich an der Zeit, dass wir hier wieder eingreifen, damit uns die Äste auch nicht zu dick werden. Aber wie gesagt, wenn man die Äste kräftig wachsen lässt, dann bekommt man dementsprechend natürlich auch ein starkes Wurzelwachstum. Und da es ja hier um die Wurzelgestaltung in erster Linie geht und noch nicht um den Aufbau der Pflanze bzw. des Bonsais dann in dem Sinne an sich. Hier haben wir jetzt noch was anderes drin. Den habe ich damals als Sämling hier reingepflanzt, aber auch den können wir wieder zurückschneiden. Auf ein Auge drüber, wo er vorher gewachsen ist. Und auch den Rest einkürzen. Auch das Ding ist noch in Vorbereitung hier. Just for fun habe ich ihn hier reingepflanzt einfach, da wir ihn beim Spazierengehen mal gefunden haben. Und solche Sachen, die kann man ganz pauschal erstmal irgendwo reinsetzen, gucken, ob sie angehen und dann mal sehen, was man damit machen kann. Hier, ihr seht, also es wird hier nicht viel übrig bleiben. Aber dadurch bekommen wir natürlich auch einen besseren Einblick in die ganze Geschichte hier. Wie sich denn jetzt überhaupt das Ganze entwickelt hat, das würde mich jetzt wirklich brennend interessieren. Und ich weiß noch immer nicht, ob wir sie jetzt nächstes Jahr rausnehmen im Frühjahr oder ob wir sie noch ein Jahr drin lassen. Aber ich denke mal, wir nehmen sie raus. Sie sind jetzt nämlich, glaube ich, im zweiten Jahr schon hier drin. Ich sehe gerade jetzt noch eine Forsythie. Die habe ich auch mal einfach hier reingesteckt. Weil man kann ja einfach nichts wegschmeißen. Ne? Ja, man sieht also, es ist nicht viel übrig geblieben. Jetzt gucken wir uns die Sachen mal etwas näher an, würde ich sagen. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen überbelichtet. Ansonsten kann man ja nicht sehr viel sehen. Man sieht also sehr schön, wie die Wurzeln sich entwickelt haben. Sind auch schon relativ dick geworden. Wie gesagt, die stehen jetzt im zweiten Jahr hier. Den oberen Teil, den werden wir gleich noch ein bisschen zurückschneiden. Insbesondere die dickeren Äste, die hier sind, die müssen wir wieder rausnehmen. Vor allem, weil die so lang und gerade sind. Und hier hat sich jetzt eine Linde ausgesät. Von ganz alleine. Ist auch nett. Hier steht jetzt noch eine kleine Forsythie. Die sieht auch schon mal interessant aus von unten. Und auch hier werden wir diese langen Triebe hier, die werden wir gleich entweder zurückschneiden oder ganz herausnehmen, je nachdem. Hier haben wir jetzt eine Brücke. Wobei ich denke, dass diese Brücke voraussichtlich im Laufe der Zeit irgendwann verrotten wird, da die beiden Pflanzen sich selbstständig versorgen durch die eigenen Wurzeln, die sie hier haben, in dem Bereich hier und auf der anderen Seite dann halt auch hier. Von daher denke ich mal, dass die Brücke hier irgendwann aufgeben wird. Auch hier haben wir jetzt eine Brücke in dem Bereich. Hier sind auch sehr kräftige Wurzeln mittlerweile. Und das Ganze wird sich weiterentwickeln. Wir werden sie wieder herausnehmen. Jetzt dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr dann entweder im Frühjahr oder zum Sommer, muss ich mal gucken, wie wir dann auch dementsprechend Zeit haben. Auf jeden Fall kommen die dann wieder ein bisschen höher und werden dann einzeln gepflanzt in einen Topf, damit wir sie dann weiter vorbereiten können. Ja, und auch hier werden wir gleich die dicken Äste hier wieder herausschneiden. Und hier haben wir jetzt noch ein Viburnum. Das müsste, bin nicht ganz sicher, ob das ein Viburnum opulus ist, auf jeden Fall. Das ist auch ein Viburnum. Der sieht auch sehr interessant aus. Kann man jetzt in der Einstellung nicht sehen. Auf jeden Fall haben wir den auch hier einfach eingepflanzt. War ein Sämling. Den haben wir im Sommer gefunden und dann die Blätter abgemacht und einfach hier eingepflanzt in die Ecke, um mal zu gucken, ob er anwächst und was wir später damit machen können. Also lohnt sich auf jeden Fall, kleine Sämlinge auch im Sommer durchaus herauszunehmen irgendwo und dann sich einzupflanzen. In der Regel wachsen die auch an, wenn man die Blätter, wie gesagt, abschneidet. Hier haben wir jetzt einen solch langen, geraden Trieb.
Das war im Prinzip auch mit ein Opferast. Wie gesagt, damit die Wurzeln im unteren Bereich dick werden, brauchen wir natürlich auch Äste, die stark wachsen. Und den werden wir jetzt herausschneiden. Der kommt ganz ab. Dann haben wir noch einen zweiten auf der Seite hier. Hier. Der wächst auch hier gerade heraus. Allerdings komme ich da jetzt gerade nicht dran von der Seite. Mal gucken, ob ich von hier dran komme. Ein bisschen schwierig, aber wird schon gehen. So, ready. Ja, und solche dicken Äste kann man ruhig abnehmen. Vor allem die Gestaltung des ganzen Baumes ist noch nicht fertig. Und hier in dem alten Holzbereich, überall hier, werden später neue Triebe herauswachsen, wenn wir das Ganze komplett reduzieren. Das machen wir jetzt natürlich noch nicht, aber später, um dann später hier tatsächlich einen Bonsai drauf zu gestalten auf den Wurzeln, ist das durchaus möglich. Wie gesagt, das zeige ich euch gleich bei dem Elefanten. Dadurch, dass das Ganze jetzt kräftig gewachsen ist, machen die Pflanzen das so, dass die dann Äste, die also verhalten gewachsen sind, im Prinzip vernachlässigen und auch absterben lassen, weil sie die einfach nicht mehr brauchen. Das ist jetzt hier der Fall gewesen. Hier haben wir viele dünne kleine Triebe gehabt und die wollte die Pflanze nicht mehr haben, da sie dicke Äste gebildet hat und sich gedacht hat, du kannst gehen. Und solche trockenen Teile, die schneiden wir jetzt dann natürlich schon mal heraus. Alle anderen Triebe, die jetzt lang gewachsen sind, aber die man gegebenenfalls noch behalten möchte zur weiteren Gestaltung, die werden jetzt einfach nur eingekürzt, damit wir hier nicht so lange Triebe haben, denn die sind zur Gestaltung später nicht gerade sehr sinnvoll. Von daher schneiden wir die also, kürzen wir die im Prinzip alle komplett ein. Und wie gesagt, die Pflanze, die wird dann auch wieder dementsprechend kräftig austreiben. Das gleiche haben wir jetzt hier. Auch hier sind zwei sehr dicke und lange Äste herausgewachsen, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. Und auch hier waren das im Prinzip Opferäste, die dafür sorgten, dass also ausreichend Saftzug da ist, damit halt diese Wurzeln hier wesentlich dicker werden. Und die werden wir jetzt auch wieder entfernen, damit, wie gesagt, wir später das besser gestalten können. Denn so dicke Stummel, die können wir zur Gestaltung auf keinen Fall gebrauchen. Von Fall zu Fall muss man mal so und mal so entscheiden. Hier sind jetzt auch lange Äste, die sich hier gebildet haben. Hier wurde damals schon mal zurückgeschnitten und auch hier haben sich zwei lange Äste entwickelt. Die sind so natürlich nicht zu gebrauchen zur Gestaltung später. Jetzt kann es aber durchaus sein, dass ich möchte, dass hier doch trotz alledem noch später Äste herauswachsen. Also machen wir es hier so, dass wir nicht komplett die ganzen Äste abschneiden, sondern wir reduzieren das Ganze auf etwa 1 cm, damit sich dort neue Knospen bilden können. Und dann können wir gegebenenfalls hier später etwas für die weitere Gestaltung verwenden. Hier haben wir jetzt einen Fall, den zeige ich auch noch mal kurz in näherem. Und zwar sind hier zwei Äste, die konkurrieren. Hier ist einer, der ursprünglich mal gewachsen ist und der hat sich unterhalb gebildet und wächst dominant. Das heißt also, dieser Teil wird absterben und den können wir auch jetzt komplett entfernen, da auch das viel zu gerade ist. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier so hinbekomme. Diese Schnittstellen, die kann man natürlich mit dem Messer nachschneiden. So, jetzt haben wir hier diesen einen, hier unten kommt ein kleiner Bogen heraus und dann wieder eine lange Gerade. Und diese lange Gerade, die schneiden wir jetzt wieder ab. Dann kann er sich hier wieder verzweigen und weiterentwickeln. Und auch den hier, kann man das sehen? Ja, der kann weg, der ist nämlich mittlerweile schon abgestorben. Wie gesagt, die Pflanzen schmeißen von alleine einiges ab, wenn sie es nicht mehr gebrauchen können. So, hier haben wir jetzt einen Ast, kann man sehr schön sehen, denke ich mal. Der ist sehr gut verheilt schon, der wurde letztes Jahr abgeschnitten. Und zwar in dem Bereich hier. Hier ist der Kallus also schon komplett verschwunden. Und im oberen Bereich haben wir jetzt hier eine Zwille. Ich muss eben auf die andere Seite gehen. Mal Display drehen. Und zwar teilt er sich hier. Und ich möchte gerne, dass er in die Richtung weiter wächst. Das heißt also, wir werden den hier etwas schräg abschneiden, komplett entfernen. Und das andere kürzen wir alles ein bisschen ein, weil das auch hier alles viel zu gerade und viel zu lang ist. Auch den Teil hier kürzen wir ein, damit wir hier die lange Gerade erstmal weg haben und somit ist er dann erstmal wieder fertig geschnitten. So sehen die Fossilien jetzt aus, aber man sieht, es ist alles, was zu lang und zu gerade war, eingekürzt worden und wie gesagt, also die treiben aus allen Löchern wieder aus. An die Wurzeln selber werden wir noch nichts machen, das werden wir erst dann machen, wenn wir im nächsten Jahr die Pflanzen komplett herausnehmen.
Und auch die anderen sind eingekürzt. Wie gesagt, also hier ist doch relativ viel geschnitten worden. Bei dem hier nicht. Hier haben wir nur hier unten die beiden dicken Äste herausgeschnitten. Wir könnten jetzt rein theoretisch den ganzen Kerl kappen. Das heißt also, wir könnten ihn ruhig hier abschneiden, damit er sich von unten neu entwickelt. Ich hoffe, die Maßnahme war einigermaßen verständlich. Bei diesen Pflanzen zur Vorbereitung zum Bonsai geht es darum, dass wir die Wurzeln dicker bekommen. Und von daher dürfen wir hier oben nicht ständig pinzieren, schneiden, drahten, tralala, weil dann würden die Wurzeln nicht dicker werden, zumindest nicht enorm dicker werden. Und daher lässt man die ganze Sache, also einmal wachsen vom Frühjahr bis zum Sommer, schneide die ganze Kiste wieder zurück und lasse das Ganze wieder wachsen bis zum Herbst, beziehungsweise bis zum nächsten Frühjahr, weil im Herbst schneiden wir dann nicht mehr, damit die Pflanzen besser beim Winter kommen. So lässt das alles, was gewachsen ist, dann stehen und erst dann zum Frühjahr reduziert man das Ganze wieder und so weiter und so weiter und so weiter. Und natürlich zwischendurch umtopfen, ganz wichtig. Das heißt also, wir nehmen die Pflanzen heraus, das haben wir schon einige Male gemacht. Die ganze Erde kommt ab, wir begutachten die Wurzeln, setzen sie ganz etwas höher, also pflanzen etwas höher ein, die Pflanzen, damit die Wurzeln halt nach und nach aus der Erde kommen und dementsprechend wir dann ja, die Wurzeln sichtbar machen können, wenn wir das denn wollen. Ganz, ganz wichtig. Ja, ich zeige euch jetzt noch kurz den Elefanten, den wir vor kurzem geschnitten hatten. Denn dort ist ja, das Ganze schon erwachsen wieder. Sorry, ich laber zu viel, kriege trockenen Hals. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns den Elefanten jetzt einfach mal an. Ich habe gerade mal geschaut, wann wir den denn geschnitten haben. Bonsai. Den Elefanten, das war am 16.06. Heute ist der 2.07. Also nach circa 2 Wochen konnte man sehen, wie die Knospen wieder prall wurden oder die Knospen prall wurden und dann anfingen zu wachsen. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Eine Spielerei. Also der Elefant ist tatsächlich, beziehungsweise nicht der Elefant, der wächst ja nicht mehr, lol. Sondern die Forsythie, die drauf steht, die ist wieder am Wachsen. Und wir sehen also, einen solchen radikalen Schnitt können die Forsythien durchaus vertragen. Ich sitze hier schon seit einer Stunde, drehe das Ding hier im Kreis herum, wieder bumm, und weiß nicht so recht, was soll ich daraus machen. Und die Pflanzen, die ich euch vorhin gezeigt habe, die wir zurückgeschnitten haben, auch die können wir später, wenn sie in eine Schale kommen sollten, irgendwann mal dann richtig komplett reduziert werden. Dann bilden sich jede Menge neue Knospen und darauf können wir dann unseren Bonsai aufbauen. Ja, das geht mit der Forsythie. Geht nicht mit allen Pflanzen, aber mit der Forsythie geht's. Und ich zeige jetzt noch ein paar, ne, nicht ein paar, sondern ich zeige jetzt noch eine Nahaufnahme am Ende zum Schluss. Und dann verabschiede ich mich jetzt auch schon mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ja, ich wurde mal gefragt, wie ich das denn schaffe, jeden Tag einen Film hochzuladen bzw. zu machen. Das ist eiserne Disziplin. So, bis denn. Ciao, ciao. Hier haben wir jetzt nochmal den ganzen Elefanten. Das ist übrigens von Schleich ein Elefant. Da wurde ich auch mal gefragt. Ist natürlich aus Kunststoff, ganz klarer Fall. Mich wundert, dass der so lange durchgehalten hat. Der war da damals auch komplett in der Erde eingebuddelt, als wir mit der Wurzelgestaltung anfingen. Aber ja, die Tiere, die halten das durchaus durch. Okay, der eine Stoßzahn ist ein bisschen Farbe ab. Aber ich denke mal, das ist nicht so tragisch. Dem Elefanten geht gut, er darf sich auch ausruhen, er braucht gar nicht so viel laufen. Von daher ist er schon in Rente. So, jetzt gucken wir nochmal etwas näher. Hier dann jetzt die eigentliche Pflanze, die auf dem Elefanten sitzt. Ich versuche es jetzt mal zu drehen, mal gucken, ob ich das komplett rundherum drauf kriege. Also man sieht wirklich, die Forsythie treibt aus allen Ecken und Kanten wieder aus. Und jetzt können wir tatsächlich dann uns aus diesen Neuaustrieben den Bonsai auf dem Elefanten gestalten.